Yo, Leute, herzlich willkommen hier im NFT Crypto Games Channel. In diesem Video geht es um das Spacefield Game. Das Spacefield Game ist gerade erst gelauncht. Ihr seht hier das Launch Date 14.03.2022, 14 Uhr UTC. Das war um 15 Uhr unserer Zeit. Also jetzt wirklich brandneu, brandaktuell gelauncht. Ein High-Risk Game. Wirklich High-Risk. Ihr müsst aufpassen, was ihr macht, beziehungsweise wie viel ihr investiert. Aber High-Risk heißt auch, dass ich tendenziell hohe Rewards verdienen lassen, also hohe Payouts sind ja auch möglich. Momentan sind schon Space Auries hier gestaked, also es geht um Space Auries, um das Staking von Coins beziehungsweise um das Locking von Coins. Also man muss die locken, man muss so gesehen hier Space Astronauten rekrutieren, um am Game teilzunehmen, dann bekommt man 3,3% täglich, das heißt bis zu 1215,45 APR im Jahr. Das sind natürlich hier die Jahresraten hinten, vorne die tägliche Rate, 4% Recruit Bonus, 5% Game Referral Bonus. Also für 131 Space Ori habe ich mir 101 Astronauten hier quasi gemintet bzw. rekrutiert. Ich kann dann natürlich hier auch wieder weitere Astronauten rekrutieren, das heißt, das ist die Compound-Funktion, oder man kann dann auch wieder verkaufen, also auszahlen lassen, diese Space Auries. Die Space Auries, die sind natürlich hier auch schon gelistet auf CoinGecko, 0,58 Euro, also 58 Euro Cent momentan. Ich habe das Game nicht von Anfang an hier mitbekommen, ich war etwas zu spät, aber ihr seht, hier gab es gerade den Dip, dann bin ich eingestiegen, und wenn wir das mal vergleichen, das ist ungefähr der Anfangspreis, der hier auf CoinGecko gelistet war. Und deshalb ist es jetzt gerade noch eine gute Chance einzusteigen. Natürlich auch, wenn sich es noch ein bisschen weiterentwickelt, gar keine Frage. Wir sind ja jetzt gerade wirklich an Tag 1, Stunde 1, die momentan läuft. Das Game ist relativ einfach. Man muss nur die Space Auries hier approven. Das habe ich schon gemacht. Und danach kann man seine Space Auries hier nutzen, um Astronauten zu rekrutieren. Ich zeige euch das ganz kurz hier. In meiner Wallet habe ich BUSD noch 35. Dafür lege ich jetzt einfach nochmal nach. Ich brauche dazu hier die Contract-Adresse der Space Auries. Die kann ich mir so auch hier in die MetaMask adden. Einfach klicken, Token hinzufügen. Dann gehe ich zu Pancake Swap, gehe über den Trade Swap Bereich hier rein, wähle meine BUSD aus. Hier unten trage ich die Contract Adresse ein von den Space Auries. So, jetzt füge ich die hinzu und schaue, ja, hier mit meinen 34 BUSDs bekomme ich nochmal 52 Space Ori. Okay, also alles klar. Slippage muss man etwas hochdrehen auf 6% ungefähr. Ich akzeptiere jetzt hier, gehe auf Confirm und bestätige, bezahle eine kleine Gas-Fee in BNB. So, jetzt checken wir die Transaktion. Die ist hier noch ausstehend, wird jetzt durchgeführt auf der Blockchain. Schauen wir mal hier mein Space Ori Stand an. Also 49,87 Space Auries sind jetzt wieder am Start. Jetzt switche ich rüber in das Game, in das Dashboard. Ich möchte natürlich keine Zeit verlieren. Ich möchte so schnell wie möglich reingehen. Die Auries sind schon approved, so, und das heißt, ja, ich will die 49,8, das trage ich jetzt einfach manuell hier ein, so 49,8, genau, dann wird mir auch angezeigt, wie viele Astronauten ich bekomme, das ist ja 0,28, wahrscheinlich gibt es nur ganze, das heißt, ich kann auch etwas abziehen. Also mir ein bisschen was sparen. Okay. So, jetzt rekrutiere ich. Wieder eine kleine Gas-Fee. Und jetzt müsste ich 37 Astronauten hier gleich dazu bekommen. Also 138. Wenn sich jetzt nicht irgendwie kurzfristig der Kurs hier geändert hat, dann sind es vielleicht nur 36. Aber jetzt schauen wir mal hier. Ich beschleunige etwas ganz minimal. So.
Okay, das Ganze ist auch schon durchgeführt, genau. Und jetzt habe ich die 138 Astronauten hier am Start und die Daily Space Treasures laufen. Estimated Daily Yield 6,14 Space Ori. Wenn ich hier jetzt reingehe, 6,14 Space Ori. Ja, zum jetzigen Zeitpunkt 3,50 Euro am Tag. Ich werde natürlich reinvestieren, ich werde compounden und dann schauen, wie sich das entwickelt. Also so werde ich mehr Astronauten an den Start bringen hier in mein Dashboard, den Contract natürlich beobachten, auch die Community. Das White Paper kann ich euch natürlich noch empfehlen. Zieht euch auf jeden Fall das White Paper rein. Wie gesagt, lest euch das ganze Game auch nochmal durch. Hier unten die FAQs. Der Smart Contract ist auch wieder so aufgebaut. Er bestraft dann quasi das Verhalten, wenn man mehr Payouts macht, als man reinvestiert. Also man sollte die Balance immer finden. Reinvest und Payout. Also Claim und Recruit oder Sell und Recruit immer im Wechsel. Und wenn sich das so, wenn sich das so in der Waage hält, dann bekommt man tatsächlich auch jeden Tag die 3,3%. Ansonsten wird es etwas weiter nach unten gehen. Eventuell auch nach oben. Das werde ich ja ausprobieren. Das ist ja wieder so ein Selbstexperiment hier. Und ich werde euch dann natürlich auch berichten, wie dieses Experiment ausgeht. Also mein Initial Invest war jetzt 80 und 35, habt ihr ja jetzt gesehen, also ja, knapp 115 Euro, so 138 Astronauten dafür am Start. Wir gehen hier nochmal kurz rein, 115 Euro, ja, 193 Space Oris, ja, mit Tags und Slippage und so weiter, das kommt schon alles hin, genau, dann wisst ihr so, was mein Investment war, ihr habt jetzt auch gesehen, wie das Ganze funktioniert und bei mir läuft das jetzt, genau. Also, alles für euch unten verlinkt. Ihr müsst natürlich, wenn ihr einsteigen wollt, zuerst approven und dann hier recruiten. Die beiden Schritte dürft ihr nicht vergessen. Ja, ansonsten, Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein.